Der ein oder andere, der denkt sich, ja, die ganzen Standardschlösser, die sind alle blöd. Ich gehe, mach das schlauer und gehe in den Baumarkt und kaufe eine dicke, fette Kette und ein Vorhängeschloss. Und in diesem Video schauen wir uns diese Kombination mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Markus, Inhaber vom Fahrgeschäft Fitbikes, und der ein oder andere kennt bestimmt das ein oder andere Knackvideo von uns, wie wir das ein oder andere Schloss versuchen kaputt zu machen bzw. aufzuknacken. Und in meiner Recherche bin ich über ein Video gestoßen, da hat jemand ein Vorhängeschloss, und dieses Vorhängeschloss, das knackt ja nicht mit einer Säge, nicht mit einer Flex, nicht mit einem Bolzenschneider, sondern mit einem Maulschlüssel, beziehungsweise mit zwei Maulschlüsseln. Und das konnte ich gar nicht glauben, weil es ging relativ easy. Und ich habe dann noch ein zweites Video gefunden, wo das auch funktioniert. Und wie ihr uns so kennt, haben wir jetzt natürlich jetzt keine Mühen und Kosten gescheut, um euch jetzt oder gemeinsam mit euch das mal ausprobieren. Das heißt, für all diejenigen, die eine Kette nutzen mit einem Vorhängeschloss, um da ihr Fahrrad abzusichern, kann es sein, dass diese vermeintlich total sichere Variante total unsicher ist, weil es laut diesem Video, was ich überhaupt nicht glauben kann, mit zwei einfachen Maulschlüsseln in sehr kurzer Zeit knackbar ist. Und das probieren wir jetzt auch mal gemeinsam aus. So, wie ihr jetzt in dem eingeblendeten Video sehen könnt, knackt ihr das einfach mit zwei Schraubenschlüsseln. Wir setzen euch gerne auch den Link zu der Beschreibung, den Link zu dem Video in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch mal das Originalvideo anschauen. Also wir versuchen jetzt sozusagen dieses Video nachzubauen. Und wir haben dafür jetzt mal ein ganz einfaches, sehr billiges Schloss bestellt und ein etwas höherwertiges. Und diverse Maulschlüsselarten. Ja. Und wir haben es vorher noch nicht ausprobiert, ist ja auch noch ganz. Ja. Wir werden es einfach mal jetzt testen. Was ich in dem Video schon gesehen habe, ist, dass es entscheidend ist, dass wir die richtige Größe haben, weil wenn es nämlich jetzt nicht passt, wie zum Beispiel wahrscheinlich hier, ja, dann könnte es, ist jetzt irgendwie zu groß, rutschig raus. Wir brauchen also immer die richtige Maulschlüsselgröße, und das hier scheint zu passen. Wie gesagt, ich habe hiermit keine Erfahrung und probieren jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Hast du es drauf, Basti? Jo. Das heißt, ich mache jetzt nichts anderes als mit diesen relativ einfachen Maulschlüsseln. Ja. Ah, doch. Irgendwas ist passiert. Ist hier aufgebrochen, aber es ist noch nicht offen. Aber ich bin auch hier. Das sind, glaube ich, auch die falschen Schlüssel. Aber trotz allem kann man es in der Tat damit sehr einfach knacken. So, höherwertiges Schloss. Probieren wir es mal, ob es hier auch so einfach funktioniert. Okay, in der Tat. Das ist irgendwie offen, noch nicht ganz offen. Also hier ist irgendwas rausgeploppt. Also es ist noch nicht ganz offen. Jetzt ist es doch schon. Also es ist auf jeden Fall offen. Ich würde jetzt behaupten, dass ich da noch nichts durchkriege. Also jetzt hat der Schlüssel durchgepasst. Und damit kriege ich jetzt auch eine Kette oder so dadurch. Ja, und die kann ich jetzt auch noch irgendwie machen. Also ging relativ easy durch, würde ich sagen, oder? So, jetzt gab es noch einen anderen Move. Und zwar nicht so, sondern der hat das so gemacht und dann den so aufhebeln. Bereit? War der abgesperrt? Ich glaube nicht. Doch. Hast du es verdreht? Ja, ist verdreht. Das war extrem leicht. Jetzt machen wir nochmal auf 0. Es ist blockiert. Vielleicht war es nicht blockiert. Aber es sah so easy aus. Ist so easy. Zweiter Versuch.
müssen wir mal schauen, welcher Schlüssel passt. Und dann hier bereit. Damit bin ich nur durchgerutscht, weil es noch nichts passiert. Alles klar. Also ich bin really surprised, dass das so einfach geht. Und ich würde behaupten, dass auch eine Kette jetzt da nicht großartig stören würde. Aber ich würde auch behaupten, dass man die richtige Kombination aus Schraubenschlüssel und Schlossbogen finden muss. Weil es gibt ja auch Schlösser, die haben noch einen längeren Bogen und keine Ahnung was. Man muss also einen Schraubschlüsselsatz dabei haben, um das aufmachen zu können. Aber das hier ist ein perfektes Beispiel, wie ein vermeintlich sicheres Schloss mit relativ einfachem Werkzeug und ohne großen Zeitaufwand zu knacken. Also ich bin echt überrascht, dass es auch dieses Schloss hier geknackt hat. Ich bin super gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback unter dem Video. Wenn ihr eine Empfehlung haben wollt, welches Schloss ihr nehmen sollt, dann schaut mal unter dem Video auch rein. Wir machen mal die 4-5 Schlossempfehlungen vielleicht und rein mit Link zu Amazon. Und wenn ihr sagt, okay, cooles Video, wir würden euch gerne unterstützen, dann klickt gerne auf diese Links drauf, wenn ihr Schloss haben wollt. Dann kriegen wir eine kleine Provision bei Amazon oder von Amazon. Und wenn ihr sagt, okay, ich baue jetzt kein Schloss, aber ich bestelle regelmäßig was bei Amazon, dann könnt ihr auch gerne über einen Link etwas bei Amazon bestellen, egal was, dann kriegen wir eine kleine Provision, kostet euch nichts und wir können dieses Geld, was wir dann verdienen, für weitere Schlösser ausgeben, die wir dann kaputt machen dürfen. Ja? Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert fleißig, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Kanal und wir sehen uns schon bald im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß und ciao.